Markus schreibt: Hi, ich bin im Prinzip totaler Anfänger und möchte programmieren lernen. Als Main-Betriebssystem benutze ich seit kurzem Linux, auch zum Zocken. Windows Dual Boot für neuere Games. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo, mit welcher Programmier- bzw. Skriptsprache ich anfangen soll, beziehungsweise in welcher Reihenfolge ich welche Sprache lernen soll, sodass ich es am einfachsten verstehe bzw. lerne. Mit Python angefangen und dann über Java zu C++? Oder erst C, sofort C++? Oder doch mit HTML anfangen? Da scheiden sich ja die Geister. Zur Verfügung habe ich, wie schon erwähnt, Linux, Windows sowie zwei Linux-Root-Server, falls das relevant ist. Hallo Markus, danke für deine Fragen. Es sind ja ziemlich viele, aber ich versuche die jetzt in aller Kürze zu beantworten. Zum Betriebssystem. Ich selber entwickle meistens oder eigentlich nur auf Linux. Das kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen und ich denke, es ist auch eins der effizientesten und besten Betriebssysteme, auf dem man entwickeln kann. Es hat die besten Compiler und also eigentlich alle größeren Sprachen gibt es auch auf Linux. Aber du könntest natürlich ebenso Mac oder Windows benutzen. Da gibt es eigentlich gar kein Problem. Wo es ein Problem gibt, wenn du jetzt beispielsweise irgendwelche Bibliotheken oder so verwenden willst, die es dann nur auf Windows oder nur auf Mac oder nur auf Linux gibt, beispielsweise DirectX, das gibt es nämlich nur auf Windows und da guckst du dann mit Linux in die Röhre. Aber also nur nochmal, um das klarzustellen, auf Linux gibt es natürlich auch Alternativen und die kann man verwenden. Und man kann auch auf Linux Software schreiben, die plattformunabhängig ist und dann auch auf Windows oder auf Mac läuft. Ja, ich glaube, deine beiden Root-Server kannst du da aber nicht so gut verwenden. glaube ich, ziemlich umständlich, dann darauf zu programmieren über SSH oder so. Das würde ich dann tatsächlich lassen. Außer du hast vielleicht ziemlich komplexe Berechnungen am Laufen und die kannst du dann natürlich auch auf deinem Root-Server hin überlagern. Das geht, das ist natürlich kein Problem. Es sei denn, du hast Root-Rechte auf dem Server. Und ja, da können dann deine Heavy Processing Berechnungen natürlich auch über mehrere Tage oder Wochen oder Monate drauf laufen. Also für den Fall wäre es vielleicht ganz gut. Aber ansonsten reicht auch ein herkömmlicher Desktop-PC mit minimalster Hardware, würde ich mal sagen. Das dazu. So, dann hattest du noch etwas geschrieben mit Python anfangen und dann über Java zu C++. Das wäre, denke ich mal, nicht empfehlenswert, dich erst dann in drei Sprachen dann einzulesen, nur um dann hinterher bei C++ zu landen, weil eins muss dir klar sein, C++ ist nicht das Optimum. Und also ich arbeite in dem Bereich, ich kenne auch ziemlich viele gute Informatiker und die können bei Weitem nicht alle C++. Ja, C++ ist sehr, sehr, sehr starr und es lässt sich nicht gut debuggen und es kommen andauernd irgendwelche Fehler und man braucht sehr, sehr viele Zeilen Code für ein Verhalten. Da ist eine abstrakte Programmiersprache sicherlich, ja, empfehlenswerter für den Start und aber auch ja, empfehlenswerter, wenn du einfach schnell zum Ziel kommen willst. Klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt in deinem ganzen Software-System ein Modul hast, was irre oft aufgerufen wird und was irre lange auch und komplexe Rechnungen braucht oder macht,
dann empfiehlt es sich schon, dieses Modul dann in C oder in C++ zu schreiben, weil es in C oder C++ natürlich irre schnell ist, das Modul. Und das willst du in dem Moment ja möglicherweise. Aber dann ist es wirklich besser, du schreibst dieses eine Modul in C oder C++ und dann bindest du dieses Modul halt in der Sprache wie Python oder so ein. Und das ist auch gängige Praxis, zum Beispiel in der Robotik oder so. Du schreibst deine hardware-nahen Module, die auch schnell laufen sollen, in C oder C++ und dann kombinierst du die alle mit einer übergeordneten Skriptsprache, beispielsweise Python. Dann lädst du die C-Programme oder die C++-Programme einfach nur da rein und führst sie aus. In einer Art State Machine kann man das machen. So, aber ich habe ja auch schon ein Video darüber gemacht, welche Programmiersprache sollte ich lernen. Ich weiß nicht, ob du es schon geguckt hast. Wenn nein, dann kannst du es dir angucken. Wenn ja, da erzähle ich auch, dass man eher damit anfangen sollte, also mit der Sprache, die am ehesten das bietet, was du auch wirklich implementieren willst, was du machen willst. Also ja, wenn man jetzt irgendwie hardware-nah oder so programmieren will, klar, C, keine Frage. Wenn du Websites implementieren willst, dann würde ich eher mit PHP anfangen. So, nach dem Motto. Und ich denke, das solltest du auch so machen. Du hast jetzt in deiner Frage leider nicht geschrieben, was du überhaupt machen willst. Das wäre mal gut zu wissen. Dann könnte ich dir vielleicht auch ein paar bessere Tipps geben. Eins hattest du noch genannt. HTML, genau. Also HTML ist erstmal keine Programmiersprache, sondern eine beschreibende Sprache für Websites, ähnlich wie das der Fall ist für Word-Dokumente. Das ist nämlich genauso eine beschreibende Sprache, nur halt für Textdokumente. Also gut, wenn du mit den Websprachen anfangen willst, kann ich dir jetzt mal gerade sagen, wie ich es machen würde. Also ich würde auf jeden Fall mit HTML anfangen. Mit HTML und CSS. CSS heißt Cascading Style Sheet. Damit kann man quasi den Style einer Website verändern und beispielsweise sowas wie Textfarbe und so verändern. Also die beiden bilden wirklich das Grundgerüst für eine statische Website. Und wenn du dich damit ein bisschen auskennst, dann würde ich PHP lernen. PHP läuft dann auf dem Server und ist für dynamische Websites. Und dynamische Websites, was ist eine dynamische Website? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wie gesagt, PHP läuft auf dem Webserver und wenn dann eine Anfrage von einem Client kommt, also von einem Browser, ey, gib mir mal die und die Website, dann läuft ein PHP-Skript und dieses PHP-Skript stellt dir dann den HTML-Code zusammen, dynamisch, denn deswegen auch dynamische Website. Und das PHP-Skript schickt dann diesen dynamisch erstellten HTML-Code, also die dynamische Website, zum Browser hin und sagt, hier hast du sie, die Website. Und PHP, würde ich sagen, ist als CGI, so nennt man das, die erste Wahl und auch mit am Abstand verbreitetsten. Und da kann ich dir noch einen Tipp geben. Und der Tipp ist XAMPP. Schreibt sich XAMPP. Ist frei und open source. Ja, open source auch. Und mit diesem Toolkit kannst du dir im Prinzip lokal auf deinem PC einen Webserver, der auch PHP gleich schon dabei hat, installieren. Und mit diesem Webserver kannst du super debuggen und auch super deine Seite programmieren und testen. Damit du halt nicht
extra einen Server kaufen musst und den da einrichten musst und dann immer die Dateien hochschieben musst, um deine Seite zu testen, ist ja der total Overkill. Deswegen nimmt man oft einfach so ein lokales Programm, in dem so ein kleiner Webserver läuft, damit du deine Seite testen kannst bei der Entwicklung. So, das ist XAMPP, hat aber nicht nur den Apache, also den Webserver, es hat auch einen Datenbankserver und einen FTP-Server auch noch. Und dieser Datenbankserver, das wäre das nächste, was ich machen würde. Also ich würde mir mal anschauen, wie funktioniert so eine Datenbank, zum Beispiel MySQL oder MySQL oder PDO. Was es da gibt und wie kann ich meine Informationen von meiner Webseite, zum Beispiel irgendwelche Blog-Einträge oder beispielsweise Posts oder Gästebuch-Sachen oder User oder alles Mögliche, wie kann ich das überhaupt abspeichern? Das macht man üblicherweise in der Datenbank. Und ja, also das wäre dann so der nächste Schritt, den ich machen würde. Von PHP, wenn du dich da schon ein bisschen sicherer fühlst, dann da in PHP diese Datenbank zu implementieren und dann mal, was weiß ich, ein Gästebuch oder so zu schreiben. Einfach, um mal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das Internet und wie funktioniert eine richtige dynamische Website. Dann kann man natürlich noch weitergehen und dann deine Website auch beispielsweise asynchron machen oder interaktiv mit JavaScript und jQuery beispielsweise. Aber das geht dann schon zu weit. Also das wäre dann vielleicht der vierte Schritt in meiner kleinen empfohlenen Reihenfolge, wie man sowas angehen sollte. Ein fünfter Schritt wäre vielleicht, dass man sich nochmal Content-Management-Systeme anguckt, beispielsweise Joomla oder WordPress. Und was diese Content-Management-Systeme machen, die geben dir im Prinzip schon ein komplettes System, wo du dann nur noch in PHP auch, also oft in PHP, ein Theme implementieren musst. Und du musst dich um die Content-Verwaltung, deswegen heißt es ja auch Content-Management-System, gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Und mit so welchen Content-Management-Systemen ist es auch irre schnell möglich, also ist es auch möglich, irre schnell eine dynamische Website zu implementieren. Eben weil es da auch, also die Grundfunktionen, die eigentlich jede dynamische Website haben muss, die gibt es da schon. Und es gibt dafür dann üblicherweise auch schon richtig, richtig viele, richtig, richtig gute Plugins, die dir sehr, sehr viele Arbeit abnehmen. Beispielsweise, wenn du einen Kalender haben möchtest, dann installierst du dir ein Plugin für einen Kalender und den integrierst du dann nur noch in deinen Style dann rein und machst den ein bisschen hübsch, damit es besser aussieht. Sowas als Beispiel genannt. So, jetzt habe ich ziemlich viel über Webprogrammierung erzählt. Also klar, wenn du damit anfangen willst, würde ich das so machen. Wenn du nun nicht weißt, was du wirklich machen willst, dann würde ich dir eventuell so eine Skriptsprache wie Python empfehlen. Also Python ist sehr abstrakt. Du kriegst sehr, sehr viel Funktionalität mit sehr, sehr wenig Zeilen hin. Du hast sehr, sehr schnell Erfolge. Es lässt sich sehr einfach installieren, auch mit Linux. Und es bietet im Prinzip die grundlegendsten Konzepte der objektorientierten Programmierung an. Also du kannst dann im Prinzip... Du beherrschst dann im Prinzip eine objektorientierte Programmiersprache, wenn du Python kannst und wenn du dich da mal ein bisschen einliest. Und dann
Wenn du dann sagst, ja, aber ich möchte ja hier Android-Apps entwickeln oder so, dann kannst du ja dich ja immer noch in Java einarbeiten. Ne? Aber wenn du das nicht sagst und wenn du sagst, Python, boah, gefällt mir, ich kann alles machen, was ich will, dann musst du jetzt nicht zu Java wechseln oder so. Das wäre Schwachsinn, weil Java ist auch nicht das Optimum. Ne? C++ ist auch nicht das Optimum. Python alleine ist mit Sicherheit auch nicht das Optimum. Das kommt halt immer drauf an. Okay. Ja. Ich hoffe mal, ich habe dir deine Frage ausführlich genug beantwortet. Ja. Ich hoffe, den anderen hat es auch gefallen und ciao, bis zur nächsten Folge. Und wenn du auch eine Frage hast, teile sie einfach unter dem Video und komme mit etwas Glück in die nächste Sendung.